Der O2 Bike Marathon läuft bei den Frauen auch 2014 nach bekanntem Muster ab. Milena Landwing zieht vom Start weg das Tempo an und liegt schon kurz nach Steigungsbeginn zu Lütholz-Matt in Führung. Nicht allen vergeht bei dem Tempo das Lachen, wie Eliminator-Vize-Weltmeisterin Linda Indegan zeigt. Sogar der Himmel beginnt sich da aufzuhellen. Schon nach wenigen Kilometern macht Landwing mit ihrer Fahrweise klar, wer die Chefin im Feld ist. Sie kommt zwar auch nicht ganz ohne Probleme über die Runde, kurz vor der ersten Zieldurchfahrt bei halber Distanz holt sie sich in der Abfahrt einen Platten. Doch sie fährt ein starkes Rennen und gibt ihren 30-minütigen Vorsprung auf die Männer erst nach 60 von 88 Kilometer preis. Mit 8,5 Minuten Vorsprung fährt sie als Siegerin in Alpnach ein. Das Rennen der Männer, das O-Tour typisch 30 Minuten nach den Frauen startet, wird zunächst klar von den Bulls und Willebix-Fahrern dominiert. Etwa eine halbe Stunde nach dem Start der Mitteldistanzfahrt verziehen sich endlich auch die Wolken und geben die tolle Aussicht und den blauen Himmel frei. Inmitten ihrer männlichen Begleiter kämpft sich X-Klassik-Mitteldistanz-Leaderin Sultana Richtung Richmetlen. Langdistanzfahrer befinden sich bereits auf der zweiten Streckenhälfte. Hans-Uli Stauffer kämpft sich mit Nadia Walka am Hinterrad über den weiträumigen Militärflugplatz Altnach. Derweil die beiden führenden Teamkollegen Urs Huber und Thomas Dietsch bereits Richtung Cairns unterwegs sind. Zwischen Giesigen und Quellbrunn eröffnet der Trail immer wieder eine tolle Aussicht auf das Sahnental. Und dann kommt der berüchtigte Schlussanstieg zum Acherli-Pass. Urs Huber liegt vorn, Thomas Dietsch ist aber immer noch in Sichtweite. Acherli-Pass ist ordentlich steil, aber der Urs macht mir eigentlich nicht so den Eindruck, dass oben angestrengt ist. Urs, bist du eigentlich angestrengt? Ah, nein, es war relativ gut. Ja, es ist auch super. Also wir haben eine wunderschöne Aussicht. Die Leute, das zeigen die hier gerade mal schnell. Kommt man eigentlich als Spitzenfahrer dazu, so die Aussicht zu geniessen während so einem Rennen? Ja, kommt drauf an. Also, ich finde schon, es gibt andere Rennen, wo es etwas härter zugeht. Ich finde, man ist hinter dem Motor machen. Aber heute haben wir die Zeit, wenn es sich noch nicht ist. Und dann kommt sie endlich, die Passhöhe, mit der betörenden Aussicht. Der Schweizer Meister liegt inzwischen eine Minute vor dem französischen Meister. Aber noch liegt die lange Abfahrt zurück ins Ziel vor den beiden. Runter. Runter. Und nochmals runter. Am Schluss fährt aber nicht Urs Huber als Erster ins Ziel ein, sondern sein Teamkollege Thomas Dietsch. Huber hatte sich verfahren. Bei der Siegerehrung hat sich Hubers Ärger verzogen. Wie geplant konnte er auch als Zweitplatzierter das X-Klassik-Leader-Trikot übernehmen. Alle Leader von links, Andreas Sigrist, Urs Huber und Milena Landwing Langdistanz sowie Urs Baumann und Sultana Mitteldistanz.